Moinsens YouTube, so und herzlich willkommen zur siebten Season, mein Sie! Wir versuchen endlich mal wieder unser Glück hier. Oh mein Gott, wo landen. Achso, ich wollte schon sagen, wo landen wir? Aber das macht Sinn. Mal gucken, also wir müssen jetzt wieder spawnen. Ich habe schon so lange kein Mein Sie mehr gespielt. Ja, warum ist das hier auf dieser Welt immer schwarz-weiß, der Solz-Shader? Das verstehe ich nicht so ganz. Shader? Naja, was soll's. Führen wir wieder mit unserem schönen Schwertback-Shader. Wenn man das so sieht. Das Schwert, diese Spitze vor diesem Schwert, ist immer irgendwie ein bisschen komisch. Aber naja. Passiert nun mal. Müssen wir irgendwie zu so einem Dorf wieder finden. Ein Dorf wäre jetzt echt nicht schlecht. Ist da irgendwas? Da ist, glaube ich, irgendwas, oder? Da leuchtet auf jeden Fall irgendwas, wenn mich nicht alles täuscht. Da ist ein Weg. Ja, da ist ein Wegsschild auf jeden Fall. Dann laufen wir doch mal gleich dahin. Und gucken mal, vielleicht ist es ja sogar Grandpa's Villa oder sowas. Da geht's nach Golden. Grandfather's Curse. Nice one. Grandfather's Curse. Man wusste genau, wo es hingeht. Und hast du nicht gesehen. Sehr, sehr geil. Leute, das. Achso, das ist ja immer dieser Bug, der mich ein bisschen aufregt, aber okay. Kommt man da? Ich glaube nicht, ne? Obwohl doch, kommt man. Ha, nice. Man kann er mir nicht abkürzen. Optimal. Hallo, Grandfather's House. Hallo, Heiltränke. So. Nochmal Heiltränke. Das sind schon wieder 4. Wir müssen nur noch mehr sein, bitte. Sag mir, dass wir noch mehr sind. Ich will mehr Heiltränke. Ich jetzt noch eine Stufe hoch. Jawohl, nochmal 2 Heiltränke. Hier könnte ich noch welche brauen, wenn ich wollte, aber ich habe ja keine Dings mehr. Hier in den Ecken ist es wieder so dunkel, auch wenn ich den Rudo play. Kuda ist, glaube ich, noch ein bisschen heller, oder? Ja, aber nicht viel. Naja, wir lassen jetzt den Kuda-Shader erstmal drin. So, aber erstmal müssen wir hier runter. Ist hier unten wieder eine Kiste gespawnt? Ach, eine Hoffnung. Große, große Hoffnung. Draußen ist auch nichts auf dem Balkon. Dann gehen wir wieder zurück. Ich laufe jetzt nicht diesen Weg, ich laufe jetzt hier diesen... Nein! Schande! Schande, Schande, Schande. Schon direkt einen Fehler gemacht. Optimal. 2 Minuten 44 erst vergangen und direkt Fehler. Sehr geil, läuft bei mir. Aber momentan werden wir das Holzschwert noch nicht verbraucht und können gar nichts. Wir wollen jetzt nach Kami. Ne, wir wollen hier mal längs. Ja, das Sprinten ist, glaube ich, auch nicht so gut. Aber naja, was soll's. Da waren auf jeden Fall Pilze. Ich bin mich gerade ein bisschen erschreckt. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Spieler gewesen oder sowas. Hätten jetzt eine Wooden Hoe und eine Bowl, wäre ich schon sehr dankbar. Aber im Moment haben wir wieder gar nichts. Wir werden wieder neu anfangen. Hooray. Neu anfangen ist eigentlich immer geil. Und wir hatten ja schon echt in diesem Let's Play echt schon einiges guten Stuff. Was echt nicht schlecht war. Komm, ich muss doch mal irgendwann wieder in ein Dorf kommen oder so. Ich kann doch noch laufen. Menschens Kinder. Natürlich kann ich noch da aufhören. Da ist ein Spieler, oder? Geh mir aus dem Weg. Läuft der bei. Ich könnte jetzt echt. Nein. Wir wollen diese Season mal ein bisschen länger überleben. Wir wollen nicht direkt wieder welche töten. Dann wieder noch ein halbes Herz und so und dann nee, so nicht hier. Ich will jetzt einfach nach Kami oder wo auch immer wir gerade hinlaufen. Ich glaube, wir laufen gerade entgegengesetzt von Kami, aber wir laufen gerade zu einer größeren Stadt halt. Blablabla. Double time. Jetzt können wir nicht mehr laufen. Sehr geil. Wir verrecken gleich, weil wir kein Essen mehr haben. Ich hätte ihn doch besser töten sollen, glaube ich. Ich hätte ihn doch besser töten sollen. Naja. Hätten wir wenigstens irgendwie einen Kill gehabt oder so. Das wäre eigentlich ganz cool. Ein bisschen Spannung. Ja toll, jetzt geht's immer geradeaus und immer nach links und kein Wegweiserschild hier. Ja geil. Ich laufe trotzdem weiter geradeaus. Ich hoffe, dass diese blöde Stadt gleich kommt, ey.
Optifine kann ich irgendwie nicht benutzen, das habe ich irgendwie auf die falsche Taste gelegt. Aber na gut. Ich glaube, ich installiere mir auch nächstes Mal eine Minimap oder sowas. Ob das erlaubt ist, ist natürlich die andere Frage. Aber ob ich das mache, ist noch eine andere Frage. Muhahaha. Fuck the System und so, wisst da Bescheid. Das ist auf jeden Fall die Stadt. Sehr schön. Welcome to Goiden. Hier ist Goiden. Mhm. Und Apfel und Weizen, sehr schön. Warum hab ich so einen komischen Skin? Skin-Anpassung. Aus. So, zack, besser. Ja, jetzt sehe ich mal wieder aus Donald, ey. Ich habe mir irgendwie als Zweitskin irgendwie mal für ein Spiel mit ein paar Kollegen irgendwie so ein Monster-Skin oder so reingetan. Komm, geh doch einfach weg, Zombie. Geh doch einfach weg. Danke. Noch ein Holzschwert, eine Hose und Schneeball. Okay. Ich müsste endlich so ein bisschen Oh, da ist diese optimale Stelle, wo man sich so hochcampen kann, wenn viele Zombies auf einen drauflaufen. Jawohl, eine Schüssel, sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch eine Ho. Nur noch eine Ho wäre jetzt von Vorteil. Hier ist nichts drin. Ich sprinte jetzt mal extra nicht, weil man weiß ja nie so, wo die ganzen Zombies herkommen. Ach komm, Kakaobohne und ein Brain. Das bringt ja auch nicht viel, ne? Ah, naja. Was soll's. So, geht's jetzt hier auch irgendwie rein? Hier ist, glaube ich, eine Kirche oder sowas, ne? Das ist natürlich sehr, sehr geil. Hier gibt's nochmal neue Heiltränke. Jawoll. Unser komplettes Inventar ist nicht voller Heiltränke. Da habe ich Zombie gehört. Da habe ich ganz klar einen Zombie gehört. Wo ist dieses kleine Mistviech? Ich töte dich, du kleines Mistviech. Du kannst dich aber darauf einstellen, dass ich dich töte. Da ist er. Das ist ein Spielerzombie. Oh, er hatte nichts. Na super. Da ist noch ein Spielerzombie. Was ist denn hier los? In dem ist auch noch irgendwo einer. Noch ein Spielerzombie. Was ist denn hier für ein Schlachtfeld gewesen? Oder hier ist noch irgendwo einer und der tötet uns gleich auch. Der hat hier richtig Bock drauf. Kontrakt der Heilung ist der hier. Perfekt. Optimal. Und jetzt isst man nochmal kurz einen Apfel. Die Melonen können wir uns eigentlich noch sparen. Wasserflasche trinken. Perfekt. Aber jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Stuff von den ganzen Leuten, die auch gestorben sind. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Für 3 Spieler-Zombies geklatscht. Ah, so viel. Die hatten eigentlich gar nichts, hatten die. Das gibt's doch nicht. Ein ganz klein bisschen hatten die von den Hosen und so ein Schlüssel. Und Kekse hatten sie auch. 3 Stück. Hurray. Doch so viel. Respekt, Leute. Ihr habt's echt geschafft im Leben. 3 Kekse. Na gut, Zombie. Oh mein Gott. Sind doch wieder diese Lecker-Zombies am Start hier, oder was? Blöde Lecker-Zombies. Kurz wieder hochheilen. Vor allem nicht Wasser mal kurz. Gibt's hier irgendwo Wasser? In die Kirche reinluschern? Ne, hier ist natürlich noch nichts Neues drin. Was? Hilfe! Ja, 3 auf einmal, das ist ein bisschen asozial, ne? Wisst ihr Bescheid, dass das asozial ist? Oh, das ist schlecht jetzt gerade von mir gekontert. Oh, das muss ich mal eben kurz anwenden. Komm, was bringt doch denn das ein halbes? Ah, oh Mann, das bringt doch ein ganzes. Ich will jetzt aber auch noch nicht die ganzen Heilpotions verballern. Eigentlich wollte ich nur mal ein bisschen sparen. Da ist ein Spieler. Ich trau dem nicht. Geh weg. Gehst du weg? Er rennt weg. Wer kann nicht laufen? Wieso kann er mich noch nicht? Ich nehme ihn nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, ich bin tot. Geil. Ganz ehrlich, das ist so ein... Scheiße, warum habe ich so einen schlechten Ping? Mein Ping ist so vollkommen okay. Aber damit ist Season 7 auch schon wieder beendet. Danke fürs Zuschauen.
Lasst eine kleine Wertung, wenn es euch gefallen hat, und schaut doch bei Season 8 wieder rein. Also nächste Folge.